Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FC Venedig-Karriere. Wir haben noch 11 Spiele, die wir jetzt runterrattern werden. Empoli, AC Mailand, dann hier im April viel mit Hellas Verona, Torino, Piemonte, Inter Mailand, Cagliari und Bologna. Dann hier nochmal Sassuolo, Salernitana und Sampdoria, Genua. Wir schauen, welches Spiel eben für uns wichtig sein wird. Aber ich denke, nach Europa wird es dann eher weniger. Das sind halt eben schon 15 Punkte auf Latium. Und in dem Pokal sind wir halt eben auch nicht mehr dabei. Das ist eben das Problem und deswegen denke ich, dass wir jetzt in dieser Saison nicht mehr viel reißen werden. Dann sehen wir erstes Spiel dieser Folge gegen Empoli. Die sind auf Platz 20, das muss eigentlich einen Sieg geben. 2-0, Löfgren und Okereke treffen. Nächstes Spiel gegen AC Mailand, die sind auf Platz 1, haben aber auch ein richtig geiles Team. Wir verlieren mit 2-1, Bernabei trifft bei uns, Theo und Hermoso bei Mailand. Dann sehen wir drei verliehene Spieler für die neue Saison. Jacopo Serra geht für ein Jahr zu Heidenheim. Piero Fieri für ein Jahr zu Vizela, Jaime Tavero für ein Jahr zu Real Oviedo. Monatliches Scouting-Update hier aus Serbien. Haben wir hier wieder ein absolutes Megatalent. Das sieht aber leider nicht danach aus. Nächstes Spiel gegen den FC Turin. Diesen auf Platz 8. Löfgren ist rot gesperrt. Dafür kommt dann Okereke rein. Wir gewinnen mit 2-1. Rossi trifft bei Turin. Bei uns Pereira sogar doppelt. Neues monatliches Scouting-Update. Gehen wir rein aus Kroatien. Wenn die dann auch fertig sind, werde ich die dann auch nicht mehr wegschicken, außer er schreibt mir gute Länder rein. Nächstes Spiel gegen Hellas Verona, diesen auf Platz 16. Gehen wir rein in die Schnellsimulation, Gewinn mit 2-1. Kasri trifft bei Hellas Verona, bei uns Cuisance Löfgren. Und ich sehe gerade, David Okereke hat ein neues Bild. Da können wir mal schauen, ob uns irgendwo noch was auffällt, wer vielleicht noch ein neues Bild hat. Amiya hat ein neues Bild, Caldara. Okay, also viele haben neue Bilder. Pereira hat noch sein altes, Cuisance noch sein altes. Sigurdsson hat auch wieder ein neues Bild. Okereke ist geblieben, gewechselt. Kajuste ist geblieben, aber Ebuhi und Habs haben auch nochmal ihr Bild geändert. Und hier ist nochmal alles gleich geblieben, wobei Bellanova, der hat sein Bild auch geändert. Nächstes Spiel gegen Piemonte Calcio, diesen auf Platz 2, starten wir hier rein in die Schnellsimulation, vernehmen 2-1, Locatelli und Keen treffen bei Calcio, bei uns Pereira. Nächstes Spiel gegen Venedig, die sind auf Platz 15, ne, nicht Venedig, Cagliari Calcio, was laber ich hier? Ich war gerade verwirrt, weil wir nur 9 Punkte vom nächsten sind vor uns, hier verlieren wir mit 2-1, Odin und Henry treffen bei Cagliari, bei uns Bernabei. Und wenn du solche Gegner hast, dann wirst du auch nicht irgendwie groß nach Europa kommen. Vor allem, wenn du sie am Ende hast und hier gewinnen wir trotzdem mit 2-0, weil Quiroga trifft. Dann sehen wir Ivica Stefanovic geht für ein Jahr zu Real Oviedo. Die haben schon mal einen von uns ausgeliehen. Gehen wir hier rein gegen Bologna in die Schnellsimulation, verlieren mit 2-1. Van Hoytonk und Arnautovic treffen eben bei Bologna, bei uns Amian. Dann sehen wir unser absolutes Megatalent im Tor. Pietro Santoro verlässt uns für 2 Jahre zu Leeds United. 2 neumonatige Scouting-Updates. Schauen wir mal ganz kurz hier rein, ob hier vielleicht ein gutes Talent dabei ist. Na, jetzt lässt sich so ein bisschen schleifen. Findet keine guten Talente mehr. Zumindest in Serbien war das nicht der Fall. Wie sieht das Ganze hier denn in Kroatien aus? Schauen wir mal bei den Cevapcici-Essern. Aber hier ist anscheinend auch wieder nichts Gutes dabei. Nächstes Spiel gegen Sassuolo Calcio. Platz 14 sind die. Gehen wir rein. Den ehemaligen Dortmunder haben sie mit Toljan. Wir verlieren schon wieder mit 3-2. Bei uns trifft Quiroga zweimal. Juricic, Caputo und Frank Fabra bei Sassuolo Calcio. Nächstes Spiel gegen Salernitana. Sperre ist abgelaufen, haben wir unten gerade gelesen. Hier gewinnen wir wieder mit 3-1. Strandberg trifft bei Salernitana. Bei uns Pereira, Ampedo und Löfgren. Nächstes Spiel gegen Sampdoria Genua. Diesen auf Platz 9. Gehen wir hier rein, auch in die Schnellsimulation. Gewinn mit 0-2. Sigurdsson und Quiroga treffen. Dann sehen wir Turnierpreisgeld 60 Millionen für die Serie A. Bei uns ist halt so ein kleiner Umbruch, weil ich möchte unbedingt mit Neri hier im Tor bleiben. Oder ja, weil er halt eben das Problem ist so ein bisschen. Hat dann eben nur eine 74. Schauen wir die Liga an. AC Mailand vor Piemonte Calcio, Bergamo Calcio, die Roma, Inter Mailand, Neapel, Lazio Rom, Florenz, Sampdoria, Turin, dann Via Udinese, Bologna, Sassuolo, Cagliari, Hellas Verona, Genua, La Spezia, Salernitana und Empoli. Hier gibt es einfach 5 Mannschaften, die Calcio heißen. Das ist echt Wahnsinn. Die Coppa Italia gewinnt Piemonte Calcio, den nächsten Calcio gegen die Roma, Huesca, das Vorbereitungsturnier, Superpokal, Leicester City 2-1 gegen Man U,
Champions League steht noch aus, genauso. Nee, Europa League schon fertig, gewinnt Liverpool 3-1 gegen Wolfsburg. Sporting gewinnt die Conference League mit 0-1 gegen Everton. Wir schauen uns dann auch nochmal natürlich die Champions League am Ende der Saison an. Schauen hier nochmal Teamzentrale rein, wie hier unsere Spieler denn abgeschnitten haben. Am meisten Einsätze trotzdem Pereira, Wahnsinn, mit 40. Am meisten Tore Quiroga mit 14. Sigurdsson am meisten Vorlagen. Am meisten ohne Gegentor sind Sigurdsson und eben Quiroga. Unser wertvollster Spieler ist auch mal interessant, ist sogar Sigurdsson. Dann kommt dicht gefolgt von Bernabeu. Noch eine Gesamtstärke sogar besser. Und da würde ich sagen, sehen wir uns nochmal am Ende der Saison wieder. Und dann sind wir eben am Ende der Saison, sehen Bayern München gewinnt die Champions League gegen Man U. Wir können nochmal hier schauen, wer in der Liga am meisten Tore geschossen hat. Kramaric, dicht gefolgt von Keane. Oder kennen wir auch immer. Da würde ich sagen, war es das von dieser Folge, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das und mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.